Dr. Steffen Kamrath von der Zukunftsagentur Brandenburg spricht bei der Lausitzer Rundschau über 16 Jahre Wirtschaftsförderung in der Lausitz. Er sieht gute Grundlagen für den weiteren Strukturwandel, künftig begleitet von der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH. Herr Kamrath, die ZAB ist vor 16 Jahren gegründet worden. Sie haben heute eine Bilanz, auch eine Bilanz für die Lausitz gezogen. Wie fällt die aus? Man ändert nicht jeden Tag seinen Namen. Das haben wir schon mal als eine Zäsur genommen, als Wirtschaftsförderung Brandenburg, die wir jetzt sind, mal auf die letzten 16 Jahre zurückzublicken, Zwischenbilanz zu ziehen. Und die sieht für die Lausitz ganz gut aus. Denn es ist viel passiert in der Lausitz, etwas gerundet. 1900 Unternehmensprojekte haben wir begleitet in dieser Zeit. 10.000 Arbeitsplätze sind damit verbunden und fast 2 Milliarden Investitionsvolumen. Und wenn man sich das im Einzelnen ansieht, dann entdeckt man da viele Namen, von denen man eigentlich denkt, die sind doch vielleicht schon immer da gewesen, sind sie aber gar nicht. Die Hamburger AG Papierfabrik in Spree. Remberg ist neu gekommen in der Zeit, großen Windradfabrik von Vestas ist in dieser Zeit neu gekommen, die Keramikfabrik in Fettschau neu, ebenso wie die Magna, jetzige Grupo Antolin mit den Türinnenverkleidungen nach Finsterwalde Massen. Sie alle sind in den 16 Jahren neu gekommen, bestehende Unternehmen haben sich in dieser Zeit gut entwickelt und sie alle haben eines sehr gemeinsam, sie sind sehr industriebasiert. Die Industrieregion, die traditionelle Industrieregion Lausitz, hat sich zu einer innovativen Industrieregion sehr stark weiterentwickelt. Und das ist ein schönes Ergebnis, wenn man das betrachtet. Da haben wir unterstützen können, aber die Hauptarbeit haben immer die Akteure hier vor Ort in der Region und natürlich die Unternehmen selbst gemacht. Noch trägt die Energie auch die Lausitz, aber die Lausitz steht vor einem ziemlich anstrengenden Strukturwandel. Wie bewerten Sie die Voraussetzungen, diesen Strukturwandel zu bestehen? Die Lausitz hat eigentlich ein sehr, sehr solides Profil als Industrie- und Energieregion, weil darauf auch Industrien aufbauen können. Es ist auch nicht eine einzige Branche, auf der die Lausitz setzt. Sie hat natürlich die Energietechnologien als ein großes Thema, aber auch Metallverarbeitung, Kunststoff- und chemische Industrie oder die Ernährungswirtschaft und den Tourismus. Und durch die Vielschichtigkeit der Branchen steht sie auf mehreren Standbeinen und sie hat da sehr moderne Werke, wenn ich an die BASF denke oder an Vestas denke. Sie hat auch gute Standorte, wo man anknüpfen kann. Und ich denke mal, die Grundlage, die hier von der Substanz besteht, die ist gar nicht schlecht, die ist wirklich gut. Und was noch hinzukommt, ist eine sehr große Zahl von kleinen Unternehmen, die natürlich nicht täglich so sichtbar sind wie Konzerne, die aber sehr innovativ sind. Wir haben eine der größten Zahlen unserer Innovationsprojekte hier in der Lausitz. Wir haben also ein Zusammenkommen von Industrien verschiedener Themen und einem sehr innovativen und technologieorientierten Mittelstand. Damit kann man was machen. Ja. Letzte Frage. Es geht um den Strukturwandel noch einmal. In Gründung ist die Wirtschaftsregion Lausitz GmbH, eine Vereinigung, die Sachsen und Brandenburg beinhaltet. Wie bewerten Sie diese Neugründung? Also wir halten das schon für einen sehr starken Schritt, der da getan wird, weil wir das so auch noch nicht erlebt haben. Über die Landesgrenze hinweg gehen die Gebietskörperschaften zusammen. Da gehen Landkreise und kreisfreie Stadt in eine sehr große Gemeinschaft rein und das hat einen großen Vorteil. Diese Wirtschaftsregion Lausitz, die dann vermarktet wird, hat über 1 Million Einwohner. Die hat noch mehr Branchen, als wir in der Niederlausitz haben, weil die Oberlausitz ja noch stärker Verkehrsindustrie hat. Dafür bringen wir in diese Ehe dann aus der Brandenburger Lausitz die chemische Industrie mit rein. Jeder profitiert voneinander. Aber nach außen entsteht eine Wirtschaftsregion im Bild, die wirklich eine Breite, eine sogenannte kritische Masse hat und damit auch ein Gewicht hat, mit dem man national, international an den Markt gehen kann. Und wir sagen schon, die Wirtschaftsregion Lausitz GmbH werden wir nach allen Kräften unterstützen. Und das wissen wir, machen unsere Kollegen von der Wirtschaftsförderung Sachsen in Dresden ganz genauso. Vielen Dank.